Mitten im idyllischen Wolfegg entsteht ein Designtempel. Wir zeigen euch, wie ihr Schritt für Schritt mehr Platz fürs Leben bekommt in einem kleinen Anbau. In der letzten Folge ging es um den Bodenbelag. Auch er wird ausgefallen. Ein unebener Betonboden wird mit einer Spachteltechnik richtig glatt und geschmeidig und vor allem fugenlos. Der Zementestrich ist für fast alle Räume geeignet. Vielseitig einsetzbar, pflegeleicht und hat eine edle Oberfläche. Heute geht es weiter mit dem Herzstück, der Sauna und den Einbauten aus Altholz, das alles in der Schreinerwerkstatt vorbereitet wird. Wir begleiten heute das Schreinerteam, das parallel an zwei Projekten arbeitet. Während sich Peter und Jonathan mit den Saunawänden beschäftigen, ist das Interieur Chefsache. Wolfgang und Praktikant Lukas widmen sich dem Altholz für die Treppenstufen, Regale und die Unterlage der Waschbecken. Hier haben wir jetzt das Altholz, Eiche. Das waren alte Bohlenwände von einem Heustadel. Haben wir abgebaut und wird hier jetzt als Treppenstufe, als Regal und für eine Ablage unter den Waschtisch wieder verwendet. Jetzt bekommen die alten Bohlen ein zweites Leben. Die geplanten Treppenstufen werden mit viel Liebe zum Detail ausgesucht und auf das passende Maß zugesägt. Zeitgleich bereiten Peter und Jonathan die Wandunterkonstruktion für die Sauna vor. Kanthölzer werden zu einem Rahmen verschraubt und mit einer Dreischicht Fichtenholzplatte verleimt. Hierfür wird ein spezieller Leim verwendet, der sowohl hitzebeständig als auch feuchteresistent ist, um den späteren Saunabedingungen standzuhalten. Die Bauteile werden mit einem Nagler fixiert. Dann folgt die Dämmung. Hier werden 40 mm Steinwolleplatten eingelegt. Jetzt wird der Rahmen mit einer weiteren Dreischichtplatte verleimt und geschlossen. Das Wandpaket ist bereit für die Presse. Währenddessen geht es weiter mit den Treppenstufen. Wolfgang behandelt sie mit einer Seifenlauge. Sie wird satt mit einem Pinsel in die raue Struktur eingearbeitet und nicht abgewaschen. Dadurch wird die Oberfläche nicht nur gereinigt und aufgehellt, sondern bekommt einen seidigen Glanz. Zurück zur Sauna. Nach einer Stunde Presszeit ist der Leim gut ausgehärtet und Unebenheiten ausgeglichen. So kommen die inzwischen 72 mm starken Elemente dann in den Designtempel zum Aufbau. Wer eine Sauna kaufen möchte oder sogar selbst bauen möchte, sollte Holz verwenden, das hohen Temperaturen und Feuchtigkeit standhält. Beispielsweise nordische Fichte. Für die Innenkabine eignet sich aber auch Zedernholz. Highlight hier: die Innenwände aus Eiche. Ah ja, wunderbar. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist jetzt alte Eiche, zu Dreischichtplatten verarbeitet, mit extra speziellem PU-Leim, damit die Temperatur beständig sind. Es gibt eine wunderschöne Sauna-Innenwandverkleidung. Da möchte man gar nicht mehr raus aus der Sauna. Wunderbar. Ob kleine Sauna oder große Luxuskabine, ein Saunaofen benötigt, ähnlich wie ein Küchenherd, einen Starkstromanschluss. Weil der Saunaofen eine beachtliche Heizleistung erbringen muss. Und wie kann es auch anders sein? Auch der Saunaofen ist bei diesem Projekt besonders. Das Besondere hier am Saunaofen ist der kubische Charakter, den der Kunde einfach komplett durch sein Bauvorhaben durchgezogen haben möchte. Das haben wir bei den Steinen umgesetzt. Das hier wäre ein normaler Saunastein. Hier haben wir aber was ganz Besonderes. Eckige Lavasteine, die natürlich perfekt zu dem Ofen hier passen. Der Ofen hat eine Leistung von 12 kW. Brauchen wir. Wir haben ungefähr 8 Quadratmeter Grundriss in der Sauna. Normal wäre hier ein 9 kW Ofen ausreichend. Aber da wir einen großen Glasanteil haben, brauchen wir mehr Leistung, weil Glas eine andere Wärmeabstrahlung hat wie Holz. Und eine Sauna sollte schon 40, 50 Minuten wirklich die Temperatur haben, die ich mir vorstelle. Bei der Gestaltung von dieser Designer-Wellness-Landschaft ist ein visuell stimmiges Gesamtkonzept mit Boden, Badmöbel, Sanitärobjekten und dem Außenbereich geplant. Deshalb bleiben wir dran.
In der nächsten Folge seht ihr, wie die Sauna eingebaut wird und die Treppenstufen montiert werden. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.